1 Live. Domian. Das 1 Live Talk Radio. 0800 220 5050. Domian. Im WDR Fernsehen und bei 1 Live. 1 Live. 0800 220 5050. Jo, ihr Lieben, schön, dass ihr da seid. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1Live Talk Radio. Wir sind ungefähr 11 Minuten unter uns hier im Radio bei 1Live und dann kommt das Fernsehen, das WDR Fernsehen dazu. Freitemennacht, heute nochmal die Telefonnummer, wenn ihr gerne mit mir sprechen wollt, 0800 220 50 50 oder Mailadresse domian@wdr.de. Die erste Anruferin heute Nacht heißt Heike und Heike ist 64 Jahre alt. Hallo Heike. Hallo Domian. Ja. Schönen guten Abend. Schönen guten Abend. Was ist dein Thema? Also ich habe ein ganz verzwicktes Thema. Ich bin ganz durcheinander. Also, und zwar geht es um meinen Vater. Ja. Der ist 06 ist er geboren und im Krieg geblieben, also vermisst. Ja. Und Weihnachten habe ich ja immer hier meinen Bruder zu Gast und so. Und dann haben wir auch geredet so über Kindheit und alles Mögliche, weißt du? Ja. Und dann erzählt er mir, hast du schon mal darüber nachgedacht, dass der sich einfach abgesetzt hat? Der Papa. Ich sag, nee, wie kommst du da drauf? Hat der Bruder zu dir gesagt? Ja. Mhm. Und so haben wir eigentlich nie über unseren Vater gesprochen. Mhm. Und also ihr wart davon ausgegangen, dass er gestorben ist? Dass er umgekommen ist? Nee, also vermisst, ja. Ja. Inzwischen bestimmt. Ja, ja, ja. Mhm. Nee, ja, 96. Ja. Also wir jetzt inzwischen, nach Jahren haben wir schon gedacht. Ja. Meine Mutter ist 85 gestorben und da haben wir dann ein eisernes Kreuz mit auf dem Friedhof gemacht und dem Gedenken. Ja. Ne? Und dem Namen meines Vaters dahin. Mhm. So. So, nun kommt das. Mein Bruder war in Urlaub und dann macht er immer so rund durch Deutschland und so. Mhm, und dann war er im Bayerischen Wald, in Degendorf. Ja. Und da war er in so einer kleinen Pension. Ja. Und da hat er dann seinen Ausweis hingelegt und gezeigt. Ja. Und dann haben die gesagt, die Frau da an der Rezeption, oh, wollen Sie einen Verwandten besuchen? Ach. Und dann sagt mein Bruder, nö, eigentlich nicht. Ja. Dann sagt er, hier vor 2 Monaten ist gerade einer gestorben. Der heißt genau so wie Sie mit Nachnamen. Ach. Und wir haben so einen ganz verzwickten. Wir heißen Mikro Leipzig. Ja. Und dann sagt sie auch noch Adolf. Und so hieß der Papa. Und mein Vater hieß Adolf Mikro Leipzig. Das ist ja schon merkwürdig. Komisch. Ist ja. Ist dein Bruder denn der Sache noch weiter nachgegangen? Nee. Warum nee, nicht? Eben nicht. Also er ist nächsten Tag abgereist und weitergefahren. Wie komisch. Ich hätte dann geforscht. Ich wäre mal da hingegangen, wo der Mann gewohnt hat und war ein bisschen gefragt. Ja, weißt du, Domian, er hatte Angst davor. Warum? Er hat Angst, was er rauskriegen könnte. Mhm, mhm. Und mir geht es jetzt genauso. Ja, was? Ich weiß nicht, soll ich jetzt nachforschen? Soll ich das lieber nachlassen? Also ich bin so ganz verquer da drin. Wenn er es denn gewesen sein sollte. Ja, dann im fragt Moment man, schimpf ich ja. Ja, dann fragt man sich, warum hat der Mann sich nie gemeldet? Ja. Der hatte Kinder in die Welt gesetzt. Ja, wir waren 6 Kinder. 6 Kinder und hat eine Frau zu Hause gehabt. Ja, hat die und, Frau dann und alleine. Meine Mutter hat uns alleine durchgebracht. Ja. Und er wurde immer irgendwie so verglorifiziert. Mhm, mhm. Ja, ich wie meine, man das so macht. Ich meine, der Name ist ungewöhnlich. Sehr ungewöhnlich. Dennoch, hast du mal so habt ihr mal nachgeforscht in Deutschland, wie viele doch Menschen es gibt mit deinem Nachnamen? Also bis jetzt haben wir 3 gefunden, aber die schreiben sich dann alle anders. Ach so. Mhm. Also Mikolaise gibt es öfter, aber mit J, C, Z und Y mhm. und so ist haben und, wir eigentlich noch nie. Und dann einen. Auch noch Adolf? Ja, mhm. auch noch Adolf. Ja, jetzt ist natürlich da ist jetzt was aufgerissen, ne? Da ist was aufgerissen, mhm. wirklich. Jetzt ist die Frage, lässt man das alles ruhen, aber man hat es trotzdem im Kopf, ne? Ich habe das im Kopf. Ich bin ganz... Ich weiß das auch nicht. Ich bin so richtig hin und her gerissen. Soll ich den noch weiter als mein Vater oder als einer, der hat uns alle im Stich gelassen? Tja, aber der Gedanke ist ja jetzt losgetreten. Auch wenn du jetzt gar nicht weiter nachforschst. Der Gedanke ist da. Ne? Du hast jetzt ein zwiegespaltenes Gefühl. Ja.
Also, ich sag jetzt mal so, ich hab jetzt noch gar nicht richtig lange drüber nachgedacht. Ich sag mal so ganz spontan, wenn ich jetzt du wäre, ne? Ja. Würde ich, glaube ich, aus Neugier heraus würde ich forschen. Ich würde es wissen wollen. Ja. Auch wenn das Denkmal vielleicht jetzt erschüttert wird vom Papa. Aber das ist sowieso jetzt, das kriegst du nicht mehr aus dem Kopf raus, das Misstrauen. Nee. Vielleicht ist es ja wirklich nur ein Zufall. Ich meine, das kann es ja nur auch sein. Habe ich auch gedacht. Ich sag, weißt du, Uwe, wir schimpfen jetzt über ihn ja. und machen. Vielleicht ist er das gar ja. nicht. Ja, die Gefahr besteht ja, wenn ihr jetzt nichts unternehmt, dass ihr euch da reinredet und reinsteigert und ihr schimpft und es ist vielleicht gar nicht wahr. Ja. Ne? So wie es jetzt schon angefangen hat. Und auf der anderen Seite, weißt du, habe ich auch wirklich Schiss. Mhm. Ich habe wirklich Schiss davor. Mhm. Weil man nicht weiß, was da alles rauskommt. Ja. Mhm. Er hatte meine ältere Schwester, hatte er das schon mal erzählt. Und die hat gesagt, aha, hat er sich dahin abgesetzt. Ah, und meine ältere Schwester, die hat sich dann nachher weiter überhaupt nicht dazu geäußert. Und wir haben auch eigentlich nie viel erfahren über die Ehe. Oder wenn ich Mama drauf angesprochen hat, dann war das immer, naja, er war ein guter Mann und ein guter Ehemann. Mhm. Also ja, die Schwester war gar nicht so erstaunt. Nee. Ja, das heißt, also vielleicht weiß die Schwester... Also schon erstaunt. Aber sie hat dann nur gesagt, ach, da hat er sich dahin abgesetzt. Mhm. Mhm. Schade, dass du nichts Näheres von deiner Mutter weißt über die nee. Ehe. Vielleicht war die Ehe ja auch gar nicht in Ordnung. Und er hat den Krieg als Chance, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen, gesehen, irgendwie ein neues Leben anzufangen. Naja, aber warum hätte sie ihn denn noch suchen lassen sollen? Ja, das stimmt auch wieder. Das Rote Kreuz immer. Da hast du recht. Und 55, wir haben alle am Radio gehangen und gehört, ob er dabei ist. Aber wenn das Rote Kreuz ihn gesucht hat, ich weiß nicht, wie die das damals gemacht haben, und er unter seinem Namen hier in Deutschland war, hätten die den doch gefunden, Mensch. Eben, ich weiß jetzt nicht, haben sie nach Toten gesucht oder nach Lebenden? Ja, das weiß ich auch nicht. Ich müsste mal zum Roten Kreuz, ja, dann müsste mich... Ja, zum Beispiel. Nicht? Also du merkst schon, wir beide stochern da im Nebel. Und es ist interessant. Man stochert wirklich im ja, Nebel. Ja, ich finde es interessant und du findest es allemal interessant, weil es um deine Wurzeln geht, um deine Wurzeln. Ja. Das, ne? Ich würde das machen. Naja, meine Wurzeln, ich weiß ja, wer er war. Ich weiß ja, wer mein Vater war. Ja gut, aber man so hat ja gerne Klarheit. Was ist denn mit dem Mann ja. geworden? Und, ja. und was, wie hat er gelebt? Und was, ja. warum war alles so? Vielleicht kriegst du ja auch nie was Konkretes raus. Man weiß es nee. Ja nicht. Ich meine, meine Brüder sind alle so verantwortungsbewusst. Mhm. Ich denke, das geht ja in den Genen über. Oder wäre vielleicht einer davon, dass er nachlässig oder... Ich weiß es nicht. Ich bin am Grübeln, ich weiß es nicht. Ja. Also ist natürlich eine ganz persönliche Entscheidung, aber je mehr wir sprechen, desto mehr würde ich für mich sagen, ich würde es machen. Da ist jetzt was ja. da ist was hat jetzt was angefangen. Das kann man ja. nicht mehr so weg austreten. Und fange ich im Bayerischen Wald an? Mhm, klar. Muss ich da hin? Genau da, wo und dann rausbekommen, bei wem er da gelebt hat, dass man da irgendwie Verwandte oder Bekannte anruft oder besucht und mit denen spricht, ja. Mhm. So würde ich es machen. Ja. Na gut, danke schön. Ist denn dein Bruder, ist der auch eher vorsichtig oder? Mein Bruder hat gar nicht nachgefragt. Also ich gucke jetzt immer nur alle Papiere durch und habe gesehen, dass er, sein Arbeitsbuch habe ich gefunden. Und dann meinte er, der hat wohl keine Lust gehabt, nach dem Krieg da 6 Kinder zu ernähren. Mhm. Ich meinte jetzt dein Bruder, der das entdeckt hat. Jetzt, ja. jetzt im Nachhinein, nachdem er das so ein bisschen auch verarbeitet hat, ist er auch eher neugierig oder ängstlich? Ängstlich. Ängstlich, ja. Sehr ängstlich. Mhm. Und der Rest der Familie, wie äußern die sich so? Die wissen das noch nicht. Ach, die wissen das nicht? Nein. Mhm. Ich habe noch einen jüngeren Bruder, den habe ich das noch gar nicht gesagt. Aber die Schwester weiß es ja, ne? Ja, die ist ja tot. Meine Schwester ist vor 2 Jahren gestorben. Nee, weil du gerade gesagt hast, die hätte gesagt, dann hat er sich abgesetzt. Ja, aber die ist vor 2 Jahren gestorben. Das ist ja schon 4 Jahre her. Ach, das ist schon 4 Jahre her. Dass mein Bruder damit rumläuft. Ach so. Und nicht erzählt hat. Ich habe gedacht, das wäre relativ frisch jetzt. Nee. Ach so. Er hat mir das nur jetzt erst zu Weihnachten erzählt. Ah, jetzt verstehe ich. Ja. Also, er hat es dir erst erzählt. Für dich ist es frisch alles noch. Ja, für mich ist es ganz frisch. Also, ich würd's anpacken, Heike. Ja. Ich meine, man ist ja neugierig. Man ist, ja. Mhm.
Und also, dann anschließend, wenn er das wirklich war, dann ja, kommt sein Name auf dem Klapp weg. Ja, so. Dann muss man Konsequenzen ziehen, ja klar. Ja. Also, wenn du es machst, wünsche ich dir viel Glück dabei und danke. Dass das so ausgeht, dass das dein Leben nicht zu sehr irritiert und erschüttert. Ja, hoffe ich. Alles Liebe, Heike. Alle, danke schön, vielen Dank. Tschüss, Heike, tschüss. So, meine Lieben, jetzt haben wir noch ungefähr eine Minute Zeit, bis das Fernsehen sich zuschaltet und das heißt, wir machen ein wenig Musik bis dahin. Meine lieben Fernsehzuschauer, ich grüße euch herzlich. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1Live Talk Radio. Wir sind im Fernsehen ein bisschen später. Ich habe es gestern aber auch angekündigt, wir bitten das zu entschuldigen. Aber nun sind wir da, ihr seid auch da, das freut mich. Und wir können jetzt loslegen, beziehungsweise weitermachen. Hier im Radio haben wir schon angefangen. Freie Themennacht heute wieder. Wenn ihr gerne mit mir sprechen wollt, dann ran an die Telefone oder an die Handys 0800 220 5050 oder mailt mir unter domian@wdr.de. Über was habt ihr Lust, euch mit mir hier jetzt live im Radio und im Fernsehen zu unterhalten? Die erste Anruferin, die ich jetzt hier gemeinsam im Radio und Fernsehen begrüße, das ist Laura. Und Laura ist 24 Jahre alt. Hallo Laura. Hallo. Hallo Domian. Ja, da bist du. Schön. Hallo Laura, was ist dein Thema? Ja, also, Moment, also ich muss sagen, ich bin ein bisschen aufgeregt. Laura, ich muss gerade dich unterbrechen. Ich lese gerade, dass wir eine Bildstörung haben. Und die Kollegen arbeiten daran, das zu beheben. Irgendwas stimmt da nicht im Fernsehen, aber wir tun unser Bestes. Jetzt ja. Zu dir, Laura. Ich höre dich ja. Ja, das ist auch richtig so. Also es ist so folgendermaßen, es ist ein bisschen kurios. Ich hatte vorgestern mit 5 Männern Sex gehabt. Vorgestern mit 5 Männern Sex? Ja. Ja, auf einmal? Auf einmal, ja. Du lieber Himmel. Genau, das, ja, ich sag mal so, es ist so, es sind, allerdings kommt dazu, sind es Arbeitskollegen von mir. Ist ja noch schlimmer. Ja, eben. Ja. Und wo arbeitest du, was arbeitet ihr? In der Bäckerei und Konditorei. Also waren das Konditoren und, ja. Und so. Bäcker. Genau. Bäcker halt, ja. Mhm. Und du bist Bäckereifachverkäuferin. Richtig, genau, ich arbeite vorne im Verkauf. Ja. Ja, und wie kam das denn jetzt dazu, Mensch? Man geht doch nicht gleichzeitig mit 5 Kollegen ins Bett. Ich muss jetzt erstmal fragen, in welcher Altersstruktur sind die 5 Kollegen? Also ich bin 24 und so zwischen 24, also eine ist 24 und ansonsten 29 und 30. Ach so, also so in deinem Bereich ungefähr, ne? Ja. So, wie kam es dazu? 5 Männer. Ja, also es war so, seit fast anderthalb Jahren werde ich in einer Tour natürlich super geärgert und ich meine, zwischen so vielen Männern ist es auch nicht einfach, sich da irgendwie aufzulehnen. Also es gibt keine andere Frau in der Bäckerei, in eurer Firma? Doch, es sind noch mehrere Leute im Verkauf. Ja. Ne? Wir wechseln uns immer ab. Und warum musst du dich ja gerade auflehnen und warum hast du es gerade so schwer als Mädchen, als Mädel da? Oh, das ist eine gute Frage. Nächste Frage, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Na gut, also du hast es schwer. Du hast es schwer, dich da aufzulehnen gegen die Männer. Ja, Domian, es ist so, ich flirte auch gerne. Das höre ich schon, das merke ich schon, ja. Und also ich sag mal so, du hast, sprechen wir so offen aus, du hast die Jungs heiß gemacht. Schon eine ganze Weile.
Eine ganze Weile, ja. Aber ja. Es lag auch daran, dass ich eigentlich immer geärgert wurde in einer Frau. Und das habe ich gesagt, das lasse ich nicht mehr auf mich sitzen. Genau, dann hast du gesagt, also ich will hier nicht geärgert werden. Ganz genau. Jetzt dürft ihr alle mal mit mir in die Kiste. Nein, es war so, es waren immer diese typischen Männersprüche, Domian, die unter die Gürtellinie gehen und so weiter und so weiter. Kenn ich gar nicht, was sind denn das für Sprüche? Ah, zum einen, ich könnte vielleicht mit dem Mund nicht ordentlich arbeiten, mit den Händen sicherlich schon, mit dem Mund nicht. Ich verstehe, sehr, sehr, sehr derbe Sprüche. Sehr derbe Sprüche, ja, genau. Jetzt sag mir, wie das dazu gekommen ist, Mensch. Ja, es ist so gewesen, ich habe dann gesagt, Leute, habt ihr nicht Lust auf einen Spaghetti-Abend? So, und so ging das Ganze dann los. Ich habe gesagt, ich koche ganz große Pötte Spaghetti Bolognese. So nennt man das, Spaghetti-Abend. Spaghetti-Abend. Ah ja. Genau. Dann haben wir gesagt, ja, wir haben Lust auf einen Spaghetti-Abend. Ja, zuerst war es so ein bisschen fraglich. Zuerst haben drei zugesagt und die anderen beiden haben dann auch noch gesagt, sie kommen dann später. Sind die Jungs alle solo? Nee. Nee, habe ich mir auch schon gedacht. So, nee. Aus dem Spaghetti-Abend wurde dann ein heißer Sexabend. Ich sagte das. Ja, es war so, also sie kamen alle nach und nach, ne? Ein paar haben sich verspätet, Spaghetti waren dann auf dem Tisch und ich habe auch noch in der Küche Hilfe gehabt, das war überhaupt kein Problem alles. Ach, da war noch ein Mädel dabei? Nein. Dann, also als sie dann da waren. Ach so, die Jungs haben mir geholfen. Die Männer haben mir geholfen, genau. Ja. Und währenddessen bin ich dann, als wir dann auch fertig waren mit Essen, bin ich dann ins Badezimmer gegangen und habe mir ganz heiße Dessous angezogen. Das ist ja und habe gesagt, Leute, jetzt. Domian, verstehe, das war irgendwie so ein richtiger Kick für mich. Ich verstehe. Und in dem Moment habe ich gesagt, jetzt habe ich die Schnauze sowas von voll. Ziehe mich so super sexy an, geschminkt und gestylt war ich ja schon. Und bin dann raus und du glaubst gar nicht, wie die geguckt haben. Ja, das glaube ich aber wirklich. Alle ihren Mund nicht mehr. Da haben die überhaupt nicht mit gerechnet, ne? Überhaupt nicht. Da steht plötzlich Laura in Dessous vor. Man hat vorher lecker Spaghetti gegessen und dann stehst du da in Dessous vor den Jungs. Ja, genau. Das war echt der Hammer. Ja. Und dann? Ja, also der eine von den Männern, also Marcello, der hat Tiramisu noch mitgebracht. Ja. Der kann das sehr gut. Ja. Ja, und dann ging es los, dass die Musik lief. Ich habe sie ein bisschen lauter gemacht. Es war auch Alkohol viel mit im Spiel. Ist mir klar. Ja, und dann habe ich so langsam die Höhen fallen lassen, sage ich mal, gestrippt. Mhm. Und dann kamen auch zwei auf mich zu. Ja. Und haben mich dann auch ziemlich schnell ausgezogen. Es ging relativ schnell. Und dann endete das Ganze in einer Orgie. Aber absolut, ja. Wir haben den Tisch noch weggerückt und unglaublich. Hat es dir gefallen? Es war der Hammer. Es war der Hammer. Das war unglaublich geil. Das Problem ist, am Samstag, es ist dann nochmal geplant. Allerdings würden eventuell sogar noch zwei Kumpels mitkommen. Hör mal, das ist ja doch eine ganz verrückte Geschichte. Ihr seid ja Arbeitskollegen. Das verkompliziert das Arbeitsverhältnis doch. Das ist das Problem. Ne? Also ich bin natürlich wieder da gewesen. Ja, das war vorgestern, sagst du. Ganz genau. So, das war also gestern und heute war normale Arbeitszeit. Ja. Geht man nicht irgendwie befangen miteinander um? Ist man nicht irgendwie ein bisschen gehemmt? Und ist das nicht alles ein bisschen seltsam? Also gehemmt eigentlich überhaupt nicht mehr. Es ist nur so, dass irgendwie jetzt natürlich was ganz anderes in der Luft liegt. Also wir kennen uns alle jetzt irgendwie ganz anders. Ja. Und es kommt dazu, es hat sich noch einer in mich verliebt. Aha. Der mich so ein bisschen unter Druck setzt jetzt auch, wegen dieser ganzen Serie, sage ich mal. Oder was heißt für mich ja nicht, aber für ihn. Ach so, das heißt, der will dich erpressen irgendwie? Ja, das ist so, dass der hatte eine Kamera mitgehabt, eine Digitalkamera, und hat halt Fotos gemacht von uns, von der ganzen Sache und von mir sehr extrem. Ja, und könnten dir diese Fotos schaden? Ja, das ist eben das Problem. Also ich weiß es nicht. Also er sagte zu mir so über die Blume, er würde sonst die Fotos also unserem Chef zeigen und er ist sehr konservativ. Mhm. Aber da sind die Jungs ja auch dran und nicht nur du. Und was ihr in eurer privaten Freizeit macht, ist euch ja überlassen, solange ihr ordentlich arbeitet. Ja, also er meinte nur, er würde irgendwelche Fotos zeigen, wo natürlich die anderen Leute nicht drauf sind. Also nur ich halt speziell und in welchen Handlungen ich halt dann da zu zeigen bin. Hältst du es für einen Bluff oder hältst du es für möglich, dass er es macht? Na, ich weiß es nicht. Mhm. Das ist eben die Sache. Also wenn du jetzt so unsicher bist und das Ganze jetzt auch irgendwie vom Spaß in eine komplizierte Verstrickung sich zu entwickeln scheint, dann würde ich das ja nicht nochmal wiederholen.
Ja, das ist natürlich also ein super Kick gewesen. Ja, wenn du scharf bist auf sowas, man nennt es auch, glaube ich, Gangbang, ne? Ja, ich denke schon, aber ich habe sowas vorher noch nie gemacht. Also ja, also es ist das allererste Mal, dass du mit so vielen Männern, dich von so vielen Männern hast verwöhnen lassen. Ja. Ne? Die Details wollen wir jetzt gar nicht hören, können wir uns alle vorstellen. Aber genauso war es bestimmt, wie wir uns das vorstellen, oder? Es war unglaublich. Wir sind ja noch ins Badezimmer gehuscht alle und ich stand dann unter der Dusche. Ja. Also ich habe eine Badewanne. Ja. Und da ging es dann auch noch weiter unter der Dusche und in der Badewanne. Ja, und es war schon unglaublich schön. Ich gehe mal davon aus, ich habe das jetzt nicht extra gefragt, dass du keinen Freund hast. Nee, habe ich nicht. Ja, da bin ich aber froh. Wenn das jetzt auch noch der Fall wäre, dann hätten wir aber ein großes Problem. Nee, um Gottes Willen. Ja? Nee. Es ist nur so, ich finde einen von den fünf ganz interessant, aber ich habe das Gefühl, der ist sexuell nur auf mich fixiert. Mhm. Also, ich sag dir mal, wenn du scharf auf solche sexuellen Praktiken bist, wo ja nichts gegen einzuwenden ist, dann such dir da ein anderes Forum und nicht gerade deine Arbeit. Du riskierst ja wirklich eventuell deinen Arbeitsplatz und die Stimmung in der Firma, das ist ja schon ein hochsensibler Bereich, wenn man mit Arbeitskollegen sich... Das ist jetzt mal einmal passiert, vielleicht kann man das jetzt auch unter den Tisch kehren und das war's halt. Ich würde mich, sage ich dir so von meiner Intuition her, ich würde mich da nicht nochmal drauf einlassen, wenn es auch für dich eine tolle Sache war. Also mit den Arbeitskollegen. Da kommen immer Komplikationen rum. Irgendwas ist da immer, du merkst es ja jetzt schon, dass es schwierig ist da mit den Fotos und warum lässt du dich denn auch fotografieren dabei, Mensch? Ich habe das gar nicht so registriert am Anfang. Am Anfang überhaupt nicht. Und dann irgendwann fiel mir auf, dass da so ein kleines silbernes Teil. Aber das müssen die anderen Männer doch auch mitbekommen haben, dass einer von denen fotografiert hat. Ja, aber die waren alle sowas von angetrunken. Mhm. Also die waren auch mehr so auf mich fixiert, sage ich mal. Ja. Die waren also so nach dem Motto, oh Gott, jetzt möchte ich aber auch mal ran und dann, ne? Aber die werden ja auch jetzt wahrscheinlich in große Konflikte gestürzt sein, nachdem die wieder nüchtern sind, wenn die Freundinnen haben, in Beziehung stecken. Ist das für die ja auch alles nicht einfach? Also ich habe nicht den Eindruck, dass so irgendwie, also eher, es kommt es eigentlich von meiner Seite, ich also so mehr so moralische Bedenken habe, sage ich mal. Mhm. Und gerade so Skrupel, weil es nun Arbeitskollegen sind. Und also die fünf, die haben eigentlich meines Erachtens überhaupt kein Problem. Bis auf der eine, der sich halt verliebt hat in mich und ich aber nicht in ihn. Und naja. Also, wir reden ja auch über dich, deswegen ist es auch wichtig, deine Position da zu klären. Ich sag's nochmal, das nicht mit den Typen nochmal machen aus dem Arbeitsverhältnis. Aber Domian, das ist Samstag, für Samstag steht das eigentlich schon fest und es ist so, dass und du kriegst du fünf richtig leckere Männer her. Kann ich dir auch nicht so schnell herzaubern. Ja. Ja, dann fahr volles Risiko. Aber du fährst wirklich, wenn da kommt der eine, der in dich verliebt ist, kommt der auch mit wieder? Der kommt auch wieder mit. Und da ist der das mit den Fotos, ne? Das ist der mit den Fotos, ja. Ist alles vorprogrammiert, sage ich dir voraus. Es sind Schwierigkeiten und Komplikationen und Nachfragen sind vorprogrammiert. Wenn du dich darauf einlassen willst und du die Gefahr in Kauf nimmst, dann mach es. Klug wäre es nicht zu machen, dir die knackigen Jungs irgendwo anders zu suchen. Da du ja gerne flirtest. Tja. Ja. Schwierige Geschichte. Da hast du aber jetzt was entdeckt für dich, ne? Ja, ich habe das, wie gesagt, noch nie so in der Art und Weise. Ich habe ja schon mal ein paar Mal mit Mädels gesprochen, die das auch für sich entdeckt haben und ganz begeistert waren. Ja. Ja. So, ich habe dir meine Meinung gesagt, mehr kann ich dir sagen. Ja, gut. Auf jeden Fall. Lass die Finger davon oder geh offenen Auges in die Problematik hinein. Tja, gute Frage. Tja, das musst du entscheiden für dich. Tja, schauen wir mal. Du Bäckereifachverkäuferin. Meine Liebe, alles Gute. Domian, danke. Tschüss. Dir auch. Tschüss. Mann, was ihr hier alles wieder hört heute. 0800 220 5050. Das ist die Telefonnummer und die E-Mail-Adresse domian@wdr.de. Hier ist Patrick und der ist 21 Jahre alt. Hallo, mein Lieber. Hallo. Hallo? Ja, ich höre dich gut. Hallo, Patrick. Gut. Ich rufe an wegen einem Beziehungsproblem. Ich habe dich jetzt ganz frech geduzt, dann kannst du mich auch duzen, okay? Okay. Und du bist 21, stimmt das? Ja. Ja, von der Stimme her hätte ich jetzt älter geschätzt. Aber egal. Ja, erzähl mal. Ja, es ging folgendes. Ich bin mit Ex-Freundin 4 Jahre lang zusammen gewesen. Da war gerade eine Störung in der Leitung. Du warst mit der Ex-Freundin 4 Jahre zusammen. Also sie ist nicht mehr mit mir zusammen seit einer Woche. Ja. Wir haben ein Kind zusammen. Ja. 2 Jahre alt ist und jetzt hat sie mir vorige Woche erzählt, dass sie mit meinem besten Freund
Freund. Mhm. Und der kommt eigentlich jeden Tag hierher. Mhm. Mir in die Wohnung, weil sie wohnt immer bei mir. Sie wohnt immer noch bei dir? Ja. Ja. Die Leitung ist nicht gut, deswegen frage ich so immer wieder nach. Ja. Und der Freund... ich jetzt eigentlich nicht weiß, was sie erst dahin noch machen soll, weil immer wenn sie dann mit ihm weggeht oder so und dann in der Nacht wieder nach Hause kommt, weil ich passe immer aufs Kind auf, dann geht sie trotzdem mit mir ins Bett und macht diese ganze Spielerei mit mir. Was für Spielerei? Also da ist immer noch Sex im Spiel. Obwohl ihr eigentlich nicht mehr zusammen seid? Genau. Obwohl sie einen anderen Typ hat, nämlich da einen deiner besten Freunde? Genau. Hat denn dieser, ist das dein bester Freund oder nur ein guter Freund? Ein guter Freund. Ein guter Freund. Gewesen. Gewesen. Also, jetzt nicht mehr. Hast du denn mit ihm darüber gesprochen? Er war mal hier, ja. Und habe ich mit ihm darüber gesprochen und ich habe ihm halt einfach ganz deutlich gesagt, dass ich von ihm nichts mehr wissen will. Ja, also da ist eine tiefe Enttäuschung und ein Vertrauensbruch ist dann verständlicherweise. Mhm. Genau. Aber trotzdem kommt er jeden Tag noch hierher zu mir. In eure gemeinsame Wohnung? Genau, und dann vergnügen sich die zwei hier. Und wie ist die Situation dann? Sprecht ihr beiden Männer gar nicht miteinander, wenn er dann kommt? Wenn er kommt, dann gehe ich nach draußen. Mhm. Ich finde es auch sehr respektlos von deiner Ex-Freundin, muss ich mal sagen, dass sie, wenn sie sich mit ihm trifft, dann bei euch trifft. Das ist eben genau das, was ich nicht verstehe, warum sie das macht. Ja. Extra oder nicht, weiß ich nicht. Aber euer Verhältnis scheint ja sowieso ein bisschen verwickelt zu sein. Warum hast du oder habt ihr noch Sex miteinander, wenn ihr nicht mehr zusammen seid? Ich meine, mir selber stört es nicht, weil ich liebe diese Frau immer noch. Mhm. Ja, und warum nicht? Na gut, um stören geht's ja gar nicht. Mich stört's nicht, ist eine komische Antwort. Es geht ja darum, wie ihr alle jetzt einen ordentlichen Weg für euch gehen könnt. Weil so ist das ja so, ein Kuddelmuddel, und du leidest da ja wahrscheinlich auch sehr drunter. Ich leide schon drunter, wenn ich die zwei frage. Ja. Ja, na klar. Und wenn du immer wieder mit ihr schläfst, hat man ja auch Hoffnung, dass es vielleicht... Ja, ich erhoffe mir damit, dass sie wieder zurückkommt. Ja, genau. Aber das ist oftmals wirklich ganz fatal, wenn man denkt, dass man mit Sex jemanden zurückködern kann. Wie ernst nimmst du denn die Beziehung zwischen ihr und deinem ex-besten Freund oder ex-guten Freund? Ist das, wie schildert sie das oder wie kriegst du das so mit? Ist das schon eine enge Sache? Ja, ich krieg da eigentlich schon viel mit von denen zwei, also. Ja, und wie beurteilst du es? Ist es sehr eng? Ja, es wird eng, sagen wir es mal so. Mhm. Es wird eigentlich immer besser bei den zwei. Aber was ist das denn, was ist denn mit deiner Freundin dann los, mit deiner Ex-Freundin? Das verstehe ich auch nicht. Weiß denn dein Ex-Freund, weiß der Mann, dass ihr beiden, also du und deine Freundin auch noch Sex miteinander habt? Ich hab's ihm erzählt, aber er glaubt's mir nicht. Ach so. Also hört sich fast so an, als würde deine Freundin, Ex-Freundin, da so ein Spielchen spielen und euch beide so genau, bei der Stange mir halten. Kommt dir so vor. Ja. Das heißt, du müsstest eigentlich da jetzt mal eine klare Haltung entwickeln. Ich glaube, du hast keine Haltung zu der ganzen Sache. Du lässt das alles irgendwie mit dir geschehen. Du gehst dann brav aus der Wohnung raus. Du schläfst dann auch wieder mit ihr in der Hoffnung, sie zu ködern. Aber du hast keine Meinung. Weil ich auch selber gar nicht weiß, wie ich es anstellen soll oder was ich machen soll. Na, erstmal bist du doch, finde ich, bist du sehr tief verletzt aufgrund dessen, was sie tut. Lass mich nochmal zurückfragen, wie ist es überhaupt zu der Trennung gekommen? Zu der Trennung? Ja. Sie hat mir einfach nur erzählt, dass sie jetzt mit ihm zusammen ist, seit 2 Monaten schon. Achso, und aufgrund dieser Aussage habt ihr euch dann getrennt? Genau. Ja, also ist die Trennung von ihr ausgegangen? Es ist von ihr ausgegangen. Ja. Hat sie denn, hat sie etwas mal formuliert, ob sie, welche Gefühle sie zu dir hat oder noch hat? Sie hat schon erwähnt, dass sie noch Gefühle für mich hat, aber auch Gefühle für ihn. Ja, das alte Spiel. Ich liebe euch beide und ich kann mich nicht entscheiden. Dann muss immer der Dritte entscheiden, wenn derjenige, der da mittendrin hängt, nicht dazu fähig ist. Nun habt ihr ein Kind, sagst du. Mhm. Ja, das heißt, die Sache ist noch komplizierter und da hängt eine ganze Menge Verantwortung mit drin. Dennoch finde ich, dass du eine klare Linie ziehen musst. Ich würde auf keinen Fall mit der Frau mehr schlafen. Und ich würde das nicht zulassen, dass sie ihren neuen Freund mit in die Wohnung bringt. Zumindest vorübergehend nicht. Bis ihr eine Regelung gefunden habt. Und die Regelung könnte auch sein, dass du ausziehst. Ja. Ist das eure gemeinsame Wohnung? Das
das unsere gemeinsame. Ja, ich finde das unfassbar, dass sie dann den Typ damit reinbringt. Und dann auch noch, dass es auch noch ein Freund von dir war. Was bildet sich die Frau ein, Mensch? Ja, ich nehme mal an, dass sie das eben extra macht. Warum extra? Um mich zu ärgern. Ja, aber wie schlimm, was ist denn das für eine Frau? Was steckt denn dahinter? Was für eine Boshaftigkeit, den Menschen, mit dem man 4 Jahre zusammen war, der Vater des Kindes ist, des eigenen Kindes ist, so zu dem, das ist ja auch eine ganz demütigende Situation für dich. Es ist schon demütig. Aber hallo. Es sind schon Tage dabei, wo ich einfach nur im Eck liege und einfach halt zum Weinen anfange. Ja. Weil ich einfach nicht mehr weiter weiß. Du musst da mehr auf den Tisch hauen, Mensch. Die macht mit dir ja den Meckes. Die macht ja alles mit dir. Ja. Und du hast eine devote Rolle, habe ich den Eindruck. Mhm. Nach deinem Motto, bitte tu mir nichts und ich mache ja alles und ich gehe dann auch brav raus und ich schlafe dann auch wieder mit dir und kommt auch wieder zu mir zurück und so. So kriegst du die sowieso nicht. Wahrscheinlich, vielleicht sogar verachtet sie dein Verhalten. Ich weiß ja nicht, wie die Frau drauf ist. Es gibt Menschen, die sind so gestrickt. Je kleiner der andere sich macht, desto mehr verachtet man ihn. Ich finde, dass du mehr weg musst von der. Komplett weg von ihr. Erstmal schon, ja. Und ich würde es ihr verbieten, den Typ da reinzulassen in die Wohnung. Bis du vielleicht weg bist oder welche Regelung ihr auch findet miteinander. Ja, klar. Aber warum ich das eigentlich alles auch so mache, das ist auch wegen dem Kleinen. Natürlich, das verstehe ich schon gut. Aber das ist ja keine Lösung, was du da gerade angehst. Das ist ja gar nichts. Das ist ja kein also ich sehe darin keinen Weg, eine gute und klare neue Ordnung zu finden. Das wurstelt sich alles irgendwie so dahin und die Frau lässt sich von beiden verwöhnen. Das schon, ja. Mhm. Also mein Rat, du musst da mehr auf Distanz gehen und eigentlich dich auch erstmal jetzt trennen. Vielleicht entwickeln sich dann noch andere Dinge, wenn du erstmal auf den Tisch gehauen hast und gesagt hast, so nicht weiter. Ja, und wie könnte ich sie wieder zurückkriegen? Gar nicht mehr, oder wahrscheinlich? Das weiß ich nicht. Das weiß ich nicht. Aber mit Sicherheit nicht durch dieses Verhalten, was du jetzt an den Tag legst. Vielleicht, wenn du erstmal einen klaren Schnitt machst. Vielleicht kommt sie dann zur Besinnung. Mhm. Aber da musst du dann auch hart gegen dich selbst sein, finde ich. Ja, werde ich machen. Patrick, alles Gute. Viel Erfolg. Auf Wiederhören. Tschüss. 0800 220 5050, wenn ihr euch gerne mit mir unterhalten wollt, so wie die Lisa, die ist nämlich jetzt hier an der Strippe und die ist 21 Jahre alt. Hallo Lisa. Hallo. Hallo. Um was geht's bei dir, Lisa? Also ich weiß gar nicht, wo ich jetzt dann einfach mal... also ich habe Krebs. Mhm. Und... Seit wann schon? Es wurde letzten Sommer wurde festgestellt bei mir. Ja, und was für ein Krebs ist das? Ich habe einen Weichteiltumor und zwar am Fuß. Mhm. Und wie hast du das bemerkt? Also ich hatte Schmerzen, ich hatte schon ewig Schmerzen. Wurde ewig von Ärzten belächelt. Mhm. Wahrscheinlich auch aufgrund des Alters oder wahrscheinlich schließt man auch nicht gleich auf sowas Bösartiges. Mhm. Bis dann letztendlich ein Arzt halt eine Untersuchung gemacht hat, also sprich ein Kernspind, und es entdeckt wurde. Und selbst da ist noch keiner von ausgegangen, dass es jetzt Krebs ist, da war es immer noch, wurde für gutartig gehalten. Also ja. Wo genau sitzt der Tumor im Fuß? Am Mittelfuß. Also unter der Sohle, unter Mittelfußknochen. Kann man den fühlen? Konnte ich, ja. Du konntest ja. Das Ding ist ja, die haben den rausgemacht. Ja, ja. Allerdings mit der, ja, halt mit der Diagnose, dass es ein Lipom wäre, also ein gutartiges Schwund, wurde mir entnommen, wurde auch nicht komplett entnommen, wurde nur halt teilweise entnommen, wie mir aber erst später dann gesagt wurde. Ja. Und dann habe ich halt eine Woche später die Diagnose bekommen. Und hat dich wahrscheinlich vollkommen umgehauen, ne? Ich muss sagen, eher nicht. Weil du es schon vermutet hattest? Ich habe es gefühlt. Ich war, um ehrlich zu sein, im Krankenhaus schon fast enttäuscht, als mir der Arzt gesagt hat, als wir es rausgenommen haben, es sieht aus wie ein Lipom. Und da habe ich irgendwie, ich war fast schon enttäuscht. Warum? Wirklich. Warum? Da sagt ein Arzt, es ist ein gutartiger Tumor und du bist enttäuscht? Warum? Ich habe es gespürt, wirklich. Also enttäuscht deshalb, weil du dachtest, das stimmt nicht, oder?
Richtig. Ich habe mitunter wirklich da gesessen, als ich die Schmerzen hatte und als ich den Tumor noch im Fuß hatte und als ich mal von den Ärzten belächelt wurde und wieder nach Hause geschickt wurde mit Schmerzmitteln und tralala. Ich habe mitunter wirklich da gesessen und habe irgendwie gemerkt, hier ist was Böses im Körper. Also wirklich. Ja. Wie lange? Ich kann es nicht erklären. Ich hatte das Gefühl einfach. Wie lange hast du dich denn schon damit rumgeschlagen mit den Schmerzen im Fuß? Ja, mindestens 2 Jahre. 2 Jahre lang. Mhm. Mhm. So, jetzt hat man einen Teil rausgenommen. Genau. Das war alles, kam in die Gänge voriges Jahr im Sommer. Wie ist der Stand der Dinge heute? Bist du nochmal operiert worden am Fuß? Nein. Wie, da ist noch ein Teil des bösartigen Tumors drin? Genau, das Ding ist, dass mir vorgeschlagen wurde, entweder den Fuß zu amputieren, um halt eine großräumige Entfernung einzuschließen. Mhm. Und dann hätte ich aber immer noch eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit, dass ich Zellen im Körper schon habe. Mhm. Weil durch die lange Zeit, dass ich mit dem rumgelaufen bin. Ja. Hat dieses Schneiden nicht auch zur Folge, dass, also wenn nur ein Teil weggeschnitten wurde von dem bösartigen Tumor, dass das eher in die Blutbahnen gerät? Nee, das Sarkom wurde mir erklärt, das wird sowieso nur über die Lymphe gestreut, also über Lymphbahnen. Mhm. Und ja, wie gesagt, also da wurde es mir halt vorgeschlagen, eben den Fuß zu amputieren oder halt mit einer Chemo zu versuchen, wobei man sagen muss, dass die Sarkome nur teilweise auf Chemotherapien ansprechen, die sind weitestgehend auch schon fast resistent. Ja. Vorfrage nochmal, sind die Lymphknoten betroffen bei dir schon? Nein. Das noch nicht? Also ich wurde dann komplett untersucht, ich habe keine Metastasierung im Körper, Gott sei Dank. Das heißt, du musst jetzt eine Entscheidung treffen, was du machen sollst, oder? Genau. Hast du sie schon getroffen oder stehst du davor? Ja. Du hast sie getroffen? Genau. Und wie sieht die Entscheidung aus? Ja, Chemotherapie. Chemotherapie. Mhm. Genau. Und das war aber jetzt auch schon, ich habe jetzt die Therapien schon zum Teil hinter mir. Mhm. Und wie hast du es vertragen? Ja, um ehrlich zu sein, habe ich es fast bereut, dass ich mich so entschieden habe. So schlimm war es? Ja. Mhm. Also ich hatte wirklich zwischenzeitlich das Gefühl, ich reiße mir die Schläuche aus dem Leib und gehe nach Hause. Mhm. Also ich ab nachher wirklich da ist, habe ich gesagt, nehmt ihn ab, ist es mir jetzt scheißegal. Lass mich das nochmal fragen, warum hat man nicht zusätzlich auch operiert, dass man den Rest auch noch rausoperiert hat? Weil das nicht möglich ist, weil das auch so zwischen dem Strang vom großen Zeh und dem dazwischen, also dem daneben, dass das so dazwischen ist und Zellen sind halt so nicht mehr gebündelt gewesen. Dadurch, dass ich schon mal dran rumgeschnippelt wurde, war das halt so komisch verstreut. Sag mal, man hätte wirklich amputieren müssen. Ja. Wie geht denn so eine junge Frau wie du mit 21 Jahren jetzt auch mit dieser Diagnose um? Ich habe Krebs, ich habe da einen schlimmen Tumor im Fuß, man weiß nicht, ob man den in den Griff bekommt. Wie gehst du damit um? Ja, ich sag mal, das Schlimmste ist die Ungewissheit. Und also ich bin immer noch fest davon überzeugt, wenn man sterben muss, man merkt es. Und ich habe keinerweise, also noch nie daran gedacht, dass ich jetzt daran wirklich zugrunde gehe oder so. Wirklich mit keiner Silbe, weil ich mir immer überlegt habe, so eine Diagnose bedeutet jetzt nicht gleich Tod. Mhm. Und ich hab wahrscheinlich noch Glück gehabt, oder ich hoffe, ich habe Glück gehabt, komme dann noch mit einem blauen Auge davon. Mhm. Und mich wundert trotzdem, ich sag das nochmal, dass du eben auch, ich spiel nochmal auf dein Alter an, dass du selbst das so gefühlt oder gewittert hast, das ist Krebs, noch bevor die Ärzte das gesagt haben. Das finde ich merkwürdig. Weil man selbst da immer dazu neigt und denkt, na okay, das ist vielleicht eine Entzündung oder irgend weiß ich was. Aber es wundert mich, ich sag's dann nochmal, das hast du ja fast einen siebten Sinn oder eine sehr gute Körperbeobachtungsgabe. Ja, weiß ich nicht, wie man es nennen möchte, aber ich habe einfach auch durch die 2 Jahre, die ich damit schon rumgelaufen bin, einiges ausprobiert, um diesen Schmerz loszuwerden, weil ich am Anfang dran gedacht habe, dass ich mich irgendwie verzerrt habe oder irgendwie eine Entzündung. Oder. Naja, immerhin, du hast recht, wenn man 2 Jahre sich damit rumschlägt, dann kommt man natürlich auch auf alle möglichen Gedanken, das stimmt. Genau, und im Endeffekt habe ich es ja einfach gespürt, ich habe ihn ertastet. Und hast dass da jetzt nicht einfach was wächst, weiß ich nicht. Hast du denn jetzt, nachdem die Chemotherapie... Ist die jetzt ganz abgeschlossen oder gibt es da nochmal? Da steht nochmal was vor. Bevor Was machst du? Du bist 21 Jahre alt, habe ich gerade gesagt schon. Mhm. Was machst du? Hast du vorher so gemacht? Bist du berufstätig oder studierst du? Ja, ich stand in der Ausbildung. Ihr standst in der Ausbildung? Ja. Das heißt, die kann auch im Moment nicht beendet werden? Nein. Mhm. Und das ist halt mein eigentlich mein größtes Problem momentan, dass dieses
ja, dieses Stehenbleiben einfach, dieses um einen herum. Ich meine, wie schon gesagt, ich bin 21 Jahre und das Leben pulsiert und alle um mich herum, da ist ja ständig Bewegung und alles ändert sich auf einmal und neue Freunde hier und dieses, gerade auch so Ausbildung fertig, viele aus meinem Freundeskreis fangen dann richtig an und gehen ins Ausland und machen das und machen jenes und man selbst guckt da zu und denkt sich einfach so, verdammt, ich will auch mitmachen. Schon, so. Da kriegt man aber auch ganz andere Prioritäten, ne? Auf jeden Fall. Ne? Jetzt geht es darum, dass du den Krebs in den Griff bekommst. Und du kannst ja, wenn es gut geht, was ich dir wirklich von ganzem tiefem Herzen wünsche, auch in ein, zwei Jahren dann durchstarten und das machen, was du gerne machen möchtest. Und ich glaube, dass du es dann tausendmal bewusster machst, als jemand, der immer gesund ist und dem alles immer gut gelingt. Weil du dann schon etwas hinter dir hast und einen Reifungsprozess hast, der auch sehr wertvoll ist und eine hohe Qualität darstellt. Ja, schon, aber... Ist schwer, ist mir völlig klar. Vor allem, wenn man dann immer so Phasen hat, wo einem fast schon selbst so die Kraft fehlt, sich selbst noch zu motivieren. Ja, das verstehe ich. Wenn dann auf einmal auch so Seiten an einem auftreten, die man überhaupt vorher nicht kennt. Ja. So eine, ich muss ganz ehrlich sagen, auch wenn ich schäme mich schon fast dafür, aber ich bin mitunter auch wirklich missgünstig, ganz ehrlich. Mhm. Weil man sitzt halt da und denkt sich, warum jetzt ich? Warum habe ich das? Ich will mal sagen, wenn man schon von sich aus selbst sagt, ich selbstkritisch sagt, ich bin missgünstig, finde ich das schon mal nicht so schlimm, als wenn jemand einfach wirklich so missgünstig ist, ohne das über sich selbst zu sagen. Weißt du, wie ich das meine? Ja. Ich meine, das kann ich auch verstehen. Und du siehst es ja selbst dann auch als keinen guten Zug an, dass du missgünstig bist und versuchst wahrscheinlich dagegen anzugehen. Insofern ist das doch alles auch normal. Finde ich alles ganz, ganz, ganz normal, Lisa. Lebst du noch zu Hause bei deinen Eltern? Nein, ich lebe alleine. Ja. Wie ist es so mit, hast du einen Freund? Nein. Nee. Freundinnen oder einen guten Freundeskreis? Ja, das schon. Ist ja auch wertvoll. Auf jeden Fall. Super wertvoll ist das. Ich finde gut. Da helfen mir auch viel. Und mir ist es schon manchmal zu viel, weil ich nicht der Typ bin, dass ich jetzt unbedingt die Leute an meinem Bett haben will, die mich jetzt bedauern oder was, weil die mich meistens noch mehr runterziehen als alles andere. Also ich glaube, ich habe mit meiner Diagnose mehr andere Leute geschockt als mich selbst. Mhm. Dennoch ist es natürlich schön, wenn man sehr nahe Freunde hat und die auch zu einem stehen und man nicht ganz alleine in der Welt sitzt. Und, ja, auf jeden Fall. Ja. Das so, wann geht jetzt die nächste Chemo los? Ja, das ist noch nicht raus. Ich werde jetzt erstmal bestrahlt. Mhm. Und danach, ich denke so April, Mai. April, Mai. Geht's weiter. Und es haben uns so viele Leute zugehört. Und ich könnte wetten, ich könnte alles verwetten, dass so gut wie 99% aller, die jetzt zugehört haben, dass du denen so sympathisch bist, dass die alle dir die Daumen drücken, dass du schaffst, bin ich ganz sicher. Und ich schließe mich da wirklich mit ein und wünsche dir von ganzem, ganzem Herzen, dass du da rauskommst. Ja. Und wenn du es schaffst, und ich wünsche es dir wirklich, hat es auch etwas Gutes für dein Leben. Und ich glaube, du wirst vielleicht intensiver leben und vielleicht viele Dinge auch noch, ja, vielleicht noch besser erleben als manch ein anderer Mensch. Ja, das denke ich auch. Liebe Lisa, alles Gute von ganzem Herzen. Dankeschön. Wünsche ich dir wirklich. Alles Liebe. Auf Wiederhören. Ja, wiederhören. Tschüss. Hier ist Judith und Judith ist 23. Hallo Judith. Hallo? Ja, guten Morgen. Schön, dass du da bist. Ja. Ja. Um was geht's bei dir? Ja, ziemlich schrecklich. Also, ich hatte, ich wollte mich gestern umbringen. Warum? Weil ich wirklich, das ist so eine lange Geschichte bei mir. Also, sag mal ein Stichwort erstmal. Ja, konkret, also wollte ich mich umbringen, weil ich wirklich am Ende war mit meinen allen Versuchen aus Problemen rauszukommen und weil ich auch das, was in meinem Kopf immer abläuft, dass ich damit werde ich irgendwie nicht fertig. Mhm. Kannst du, wenn ich das mal so einfach so erstmal so spontan frage, was ist das Hauptproblem? Kannst du das sagen? Das Hauptproblem sind also jetzt momentan. Ja. Die Selbstmordgedanken, aber auch die
schmerzlichen Gedanken, also die Erinnerungen, die mich verfolgen. An Erinnerungen an wen oder was? Ja, da muss ich sagen, das ist eigentlich die Psychiatrie, die mich verfolgt. Ach, du warst schon in der Psychiatrie? Ja, schon als Jugendliche. Mhm. Lange? Oft? Also ich war mit 16 war ich das erste Mal und da war ich gleich ein ganzes Jahr in der Psychiatrie. Und warum bist du damals in die Psychiatrie gekommen? Wegen Depressionen und Magersucht. Ja. Mhm. Und das hat sich alles nicht sehr gebessert durch den Aufenthalt? Nee, überhaupt nicht. Ist es schlimmer geworden? Ja, das war eine Symptomverlagerung irgendwie. Damals war ich halt so eher so in mich gekehrt und habe immer nur im Bett gelegen und jetzt ist es eher so, dass ich so, ja, jetzt wird die Diagnose Borderline, wird jetzt halt gestellt, dass ich so Aggression gegen mich richte. Ja, das heißt, das tust du auch, du schneidest dir die Arme auf oder sowas? Ja, das auch und auch Tabletten und so. Ja, das war gestern ein Selbsttötungsversuch, den du unternommen hast, oder? Ja. Also du hast schon was gemacht gestern. Ach so, nein. Nee, du warst nur in Gedanken so ganz nah dran. Nee, ja, das auch. Also nein, es ist alles ganz gemein und blöd gelaufen. Also der Arzt hat mich ein bisschen verarscht. So. Also ich bin halt, habe ich das schon erzählt? Nee, ne? Ich war, ich bin zum Arzt, an den ich noch aus der Kinder- und Jugendpsychiatrie kannte, gegangen. Weil ich überhaupt kein Vertrauen in die Erwachsenenpsychiatrie habe. Aber so verzweifelt war, dass ich dachte, ich bringe mich sofort um. Also ich dachte, die einzige Hilfe, die ich jetzt noch haben kann, ist eine geschlossene Station. Aber ich würde niemals auf eine Erwachsenengeschlossenen gehen, weil das so schrecklich da ist. Und dann habe ich ihn halt gebeten. Also ich habe von Anfang an zu ihm gesagt, ich weiß selber, ich bin viel zu alt für die Jugendpsychiatrie. Aber ich sterbe sonst. Und ob er da nicht mal irgendwie eine Grenze überschreiten kann. Ja. Also... Ja. Weil er hat gesagt, man könnte das schon machen, man könnte das vor der Krankenkasse rechtfertigen, aber... Ja. Hat das dann so hinterreden können? Offensichtlich nicht, sonst würden wir nicht miteinander reden jetzt, ne? Ja, genau. Mhm. Und er hat dann halt erst so getan, das waren so mehrere Telefonate. Also erst im ersten Telefonat hat er so getan, als wenn er mir helfen will und dann war ich da. Mhm. Und dann war er auf einmal ganz distanziert und hat mich auch gesiezt und so, obwohl wir uns immer alle geduzt hatten damals. Also hat der Mann dir nicht sehr viel helfen können gestern? Nee, also überhaupt nicht, im Gegenteil. Also. Aber es hat auf Gott sei Dank nicht dazu geführt, dass du irgendwelche Dummheiten gemacht hast. Ja, doch, also ich habe ihn dann nochmal angerufen und habe halt nochmal, ich habe nochmal einen letzten Wunsch geäußert. Ich wollte nochmal mit meinem Betreuer reden, der in der Psychiatrie mein Bezugsbetreuer war. Und da hat er gesagt, ja, und ob er dem denn meine Handynummer geben dürfe und so. Und habe ich gesagt, ja. Und dann hat er mich irgendwie voll verarscht. Und zwar habe ich dann nämlich da auf dem Hochhaus, also ich stand dann da auf dem Hochhaus und habe noch auf den Anruf gewartet. Ehrlich? So weit war es schon? Ja, ja. Du standst auf einem Hochhaus? Ja, ja, es war mir völlig ernst. So ernst wie noch nie in meinem Leben. Wie, auf dem Dach oder auf dem Balkon oder wie? Auf dem Balkon. In wessen Wohnung? Nee, es gibt so Hochhäuser, da geht man über Balkons zu den Wohnungen. Ja, genau, ja, ich weiß. Ja. Genau. Und das kanntest du, das Haus, weil da jemand wohnt, den du kennst oder wie? Nee, das war irgendwie ganz spontan. Ach so. Ich bin in unseren Stadtteil gefahren, wo es hohe Häuser gibt. Ach du lieber, weil du bist einfach... Und dann bin ich da ausgestiegen und stand direkt vor einem Haus, das auch noch so... Und bist du auch reingekommen in das Haus? Ja, genau. Auf welchem Stockwerk standst du? 11. Stock. 11. Stock. Und dann? Ja, und dann ist mein Handy-Akku leer gegangen. Und dann konnte ich mit meinem Betreuer nicht mehr sprechen und habe gedacht, ich will aber doch nochmal mit dem sprechen zum Abschied, weil ich zudem halt, ich war ein Jahr lang in der Kinder-Jugend-Psychiatrie. Ja. Und dass der Handy-Akku kaputt gegangen ist, hat dann dazu geführt, dass du wieder runtergegangen bist? Genau. Dann können wir ja froh sein, dass der Handy-Akku kaputt ist. Da war der vielleicht noch besser als das Gespräch mit dem Betreuer. Naja, aber die ganze Verarschung von dem Arzt hier ja, war das dann... ist wirklich sehr schlimm. Das finde ich wirklich sehr schlimm. Hast du denn irgendwie danach Kontakt aufgenommen zu dem Betreuer? Ja, nein. Das habe ich jetzt ja noch gar nicht zu Ende erzählt. Und zwar war das dann so, dass ich dann den Arzt nochmal angerufen habe und der hat gesagt, ja,
nein, er ruft doch den Betreuer jetzt nicht an, so ein Quatsch, er hat die Polizei angerufen. Mhm. Und dann hat die Polizei mich überall gesucht. Wie hast du den Arzt dann angerufen, wenn dein Handy leer war? Ja, ich habe mir dann in der Stadt Batterien besorgt. Mein Gott, dann hast du aber wirklich Action gestern gehabt, ne? Ja. Aber richtig Action. Mhm. Ja. Wie ist denn dein Zustand heute? Schlecht. Also ich habe das ja so verstanden, dass du so grundsätzlich unter Depressionen auch leidest. Ja. Und das Gefühl hast, so in so einer, wirklich in so einer Finsternis abzusacken. Ja. Und das Leben irgendwie nicht auf die Reihe zu kriegen und keine Lebenslust hast und auch das Gefühl hast, mit den Problemen einfach nicht zu Rande zu kommen, die in dir sind. Genau, überhaupt nicht. Wie und wo lebst du? Lebst du alleine oder in einer? Ach, ich habe eigentlich jahrelang, seit ich aus der Jugendpsychiatrie raus bin, habe ich eigentlich immer wieder nur so Versuche von zu Hause aus gemacht, irgendwie eine Ausbildung anzufangen oder so, und bin immer gescheitert. Mhm. Und dann bin ich vor anderthalb Jahren, vor einem Jahr genau. Ja, ist ja egal. Vor einem Jahr habe ich gedacht, so jetzt packe ich's und bin nach Berlin gezogen, um da mein Abitur nachzumachen. Mhm. Und war auch hoch motiviert, also und es ist aber völlig in die Hose gegangen. Ja. Das heißt, du hast noch nicht gearbeitet und hast auch keine Ausbildung, keinen ordentlichen, aber einen Realschulabschluss hast du schon. Genau. Ja. Wie ist das Verhältnis zu deinen Eltern? Also ich wohne bei meiner Mutter und meiner Schwester auf dem Dörfchen. Mhm. Und da wollte ich eigentlich schon immer weg, weil es so isoliert ist irgendwie auf dem Dorf. Bist dann von Berlin wieder zurückgegangen in das Dorf? Ja, musste ich dann. Und bist jetzt auch in dem Dorf im Moment? Ja, immer noch. Mhm. So, jetzt ist akut angesagt, du brauchst Hilfe, ne? Weil es dir schlecht geht. Und dieser Arzt hat dich verarscht gestern. Ja. Und da hast du gedacht, jetzt rufst du mal da an, vielleicht kann man da irgendwas machen. Ja. Nur ist dein Fall ja sehr kompliziert und du bist ja schon lange in ärztlicher Behandlung. Ich werde jetzt dich mit meinem Psychologen weiter verbinden. Mhm. Ich hoffe, du hast jetzt nicht gleich eine Aversion, wenn du wirst Psychologe, weil du schlechte Erfahrungen gemacht hast. Das ist ja alles völlig unverbindlich. Ne? Ja. Das ist ein sehr netter Mann, das ist der Peter heute Nacht, hier bei mir. Und der hat das Gespräch jetzt mitgehört. So, und das ist ein Fachmann auf dem Gebiet und ich hoffe, dass er dir jetzt gerade in deiner speziellen und komplizierten Situation auch etwas helfen kann. Wir können nicht viel helfen, aber etwas helfen können wir dir vielleicht doch. Das würde mich sehr freuen. Ja, das ist nett. Dann machen wir es so, dann legst du bitte jetzt auf und du wirst von uns, das heißt von dem Peter, meinem Psychologen, zurückgerufen. Ah ja. Achso, eins wollte ich noch sagen zu dem Mädchen, was vor mir dran war, dass ich ihr wünsche, dass es alles wieder gut wird. Wünschen wir alle, ne? Ja, dass sie, ich finde es so unfair. Dass der Krebs besiegt wird. Was meinst du, ist es unfair, meinst du? Ja, dass halt Menschen, die eigentlich glücklich sind, von so einer Krankheit heimgesucht werden. Mhm. Und so jung auch noch, ne? Genau. Aber du bist ja auch sehr jung und hast auch eine schlimme Krankheit. Ja. Das ist eine schwere seelische Erkrankung. Und das ist ja. Aber ich will ja sterben und sie will nicht sterben. Ich fände es schön, wenn es gelingen würde, dass du sagst, ich will auch leben. Hast du noch Hoffnung, dass du das mal denkst? Eigentlich nicht nach so vielen Jahren. Also das sind jetzt ja schon 8 Jahre. Damals dachte ich immer irgendwie, irgendwann, damals war ich überzeugt davon, dass ich ganz normal mein Abi noch nachmache und dass ich dann ganz normal wie alle anderen wieder sein werde. Dennoch habe ich den Eindruck, Judith, ich will jetzt hier nicht einfach nur positiv daherschwatzen. Ich habe so den Eindruck von dem Gespräch mit dir, ist nur ein oberflächlicher Eindruck, aber immerhin, dass da doch noch sehr viel Kraft ist bei dir. Und du bist ja eben noch wirklich auch sehr jung. Und das heißt, wenn du es schaffst, hast du ja eine große Chance, dennoch ein schönes Leben und auch schöne Dinge zu vor dir noch zu haben und zu erleben. Ja, aber für Hilfe bin ich ja schon wieder zu alt. Ich meine. Für was? Für Hilfe bin ich ja schon wieder zu alt. Ich meine, hast du schon mal was von der Erwachsenenpsychiatrie gehört? Nein. Ja, ist ganz furchtbar. Die sind, da ist ganz viel Gewalt und Brutalität. Also das ist richtig Folter. Wir machen mal Folgendes. Das setzen wir jetzt mal unter zwei Ohren quasi fort, das Gespräch. Du legst auf und wir rufen gleich zurück.
Okay. Okay. Ja, vielen Dank. Alles Gute von Herzen. Ja, danke. Tschüss. Tschüss. Steffi. 27. Hallo, Steffi. Ja, hallo. Oh, ich bin total aufgeregt, muss ich erstmal sagen. Macht nichts. Mir tut das super leid, also was ich jetzt so gehört habe. Also ich denke mal, da ist mein Anliegen eigentlich so das allerletzte irgendwo. Sag das nicht. Jeder hat halt sein Anliegen und seine Geschichte und jetzt reden wir über dich. Ja, aber es bedroht nicht mein Leben, aber es beeinflusst mein Leben schon sehr. Ja, erzähl mal einfach. Und ja, ich habe kreisrunden Haarausfall und ich finde es schade, dass es nicht weiter verbreitet ist, also dass viele Leute darüber Bescheid wissen. Moment, du hast was? Du hast? Kreisrunden Haarausfall. Kreisrunden Haarausfall. Ja, also Alopecia areata, Alopecia diffusa. Ja. Ich denke mal, gewisse Mädels oder auch Männer, es betrifft ja nicht nur Frauen, sondern auch Männer. Ja. Die wissen schon, wovon ich rede. Das ist ein komischer Begriff, ne? Dieses kreisrunder Haarausfall. Ja. Aber warum heißt das eigentlich kreisrunder Haarausfall? Ja, weil es mit kreisrunden, zwei Markstücken großen Dingen anfängt, die kahl sind auf dem Kopf. Ja, die sind dann fast ganz kahl, ne? Ja, es ist auch so. Und dann wächst es wieder zu und fängt es an anderen Stellen an und dann fängt es hier wieder an. Und also und irgendwann ist es soweit, man hat immer die Hoffnung, weil es wächst ja immer irgendwann wieder zu. Mhm. Man hat immer wieder die Hoffnung, dass dass irgendwann alles sehr gut wird und es wächst ja wieder zu. Ja. Aber zum Beispiel... Fallen die Haare dann in diesem kreisrunden Ausschnitt so schlagartig aus? Nein. Nein, so nach und nach? Und dann ja, genau, das merkt man gar nicht. Und dann zeichnet sich plötzlich dann so ein Zwei-Mark-Stück früher so eine Stelle ab. Genau, ja, es ist schleichend. Wenn leider haben wir kein Bildtelefon, wenn ich dich, oder du bist leider nicht mein Gast hier im Studio, wenn ich dich jetzt sehen könnte, wie beschreib dich mal, wie siehst du aus auf dem Kopf? Kahl. Ach, ganz kahl schon. Ja, das liegt aber daran, weil ich mich vor einigen Wochen dazu entschieden habe, nach einer ganz strengen Therapie, die ich man versucht natürlich alles, und ich habe diese Therapie gemacht und die war so super quälend und da habe ich mir irgendwann gedacht, entweder man nimmt mich so, wie man ist, wie ich bin, oder halt eben nicht. Und ich habe mich dazu entschieden, die hat mich so gequält, diese Therapie, und für diese drei Haare oder ein paar Haare, die es halt dafür gibt, da habe ich gesagt, das ist nicht wert. Da hast du die auch abrasiert und jetzt hast du eine Glatze, kann man jetzt so sagen. Jetzt hab ich eine Glatze, ja. Na gut, ist ja, unter Umständen kann das ja auch sehr schick aussehen, ne? Also es sieht ja nicht immer schlecht aus. Ja, aber ich würde so jetzt nicht auf die Straße gehen. Also ich merke schon, ich wohne in einem Dorf und naja, es ist halt, man wird schon doof angeguckt. Ja. Gehst du dann, wenn du rausgehst, immer irgendwie mit Mütze, mit Käppi oder irgendwie? Ja, Käppi, damit ich aussehen. Also nichts gegen Krebskranke, um Gottes Willen, aber es sieht schon halt so aus und die Leute will mich auch so ansprechen, die gucken mich auch so an. Mhm. Ich habe halt so Häkelmützchen auf oder wenn ich Party mache, halt Perücken, das ist auch jeder voll von begeistert. Und keiner würde davon ausgehen, dass ich keine Haare habe. Also die es nicht wissen, die merken es auch nicht. Ja, kreisrunder Haarausfall. Ja. Wie ist das eine richtige Erkrankung? Ne? Wie bekommt man das? Ist das eine Erberkrankung? Das Schlimme, nein, es ist nicht vererbbar. Ich habe mich damals in der Klinik in Marburg, habe ich mich versichern lassen und habe gesagt, wie sieht's denn aus? Weil wenn ich möchte ja natürlich gerne mal Kinder haben und habe gesagt, wie sieht's aus, wenn ich Kinder habe? Nein, also es ist nicht erblich und es hat auch keiner meiner Familie. Wie lange hast du schon? Seit meinem Essen, mit 11 Jahren hat es angefangen. Und du hast gerade gesagt, von schwerer Therapie, das heißt, man kann schon etwas dagegen unternehmen. Ja, aber das ist... Aber es bringt nichts. Nein, und erstmal, was heißt, es bringt schon was, aber es ist schrecklich und nicht schön. Was war so schrecklich daran? Ja, Schmerzen halt, Juckreiz. Was ist denn auf dem Kopf irgendwas gemacht oder wie? Ja, man kriegt eine Tinktur verabreicht und die muss man auf seinen Kopf auftragen, mehrmals. Mhm. Und dadurch kriegt man Haare, die sind weiß. Also man sieht aus wie eine Oma oder wie Mädels, die sich halt die Haare blondieren. Hat diese Erkrankung, Steffi? Die Sendung ist leider gleich vorbei, aber eine Frage noch. Ja.
Ist die ausschließlich beschränkt auf die Haare oder hat sie auch noch andere Nebenbegleiterscheinungen? Auf den ganzen Körper. Auf den ganzen Körper? Ja, aber man hat nirgendwo Haare mehr. Aber nur auf die Haare bezogen? Du hast nicht irgendwie, dass dir schlecht Nein. ist oder dass du irgendwie Schmerzen hast? Oder Nein, so, gar nicht, überhaupt nicht, nein. Jetzt machen wir den Vorschlag, wir rufen dich auch gleich nochmal an. Die Sendung ist ja, nämlich hier gleich. Ja, das schön. Ja, wir melden uns gleich nochmal bei dir. Ja. Tschüss, Steffi. Okay. Ciao. Ja, bis gleich, tschüss. So ihr Lieben, das war's für heute Abend, für heute Nacht in der Technik. Annette Bastian, morgen sind wir wieder da. 1 Uhr Radio 1 Live, 1 Uhr wieder Fernsehen. Ich wünsche euch eine gute Nacht, eine schöne Nacht. Bis morgen, tschüss.